Mit einem wahrscheinlich viel zu unnötigen, schweren Kampf. Hoffentlich ist Grease bereit für einen turbulenten Flug. Wir interagieren mit dem Holotisch. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass ich mich hinsetze. Ist es soweit? Wir fliegen jetzt zum Abyss. Starte die Anlage. Ich werde Ihren Fortschritt von hier aus beobachten. Möge die Macht mit Ihnen allen sein. Und mit dir, sie. Tja, was meinst du, wieso sie so lange braucht? Dagon Garra hat als einziger überlebt, was wir gleich tun werden. Wenigstens sterben wir gemeinsam. Hey, das sind ja ermutigende Worte. Hoffentlich passen die auch alle auf meinen Grabstein. Seht nur. Das haben die anderen armen Schweine auch gesagt, bevor sie zu Strudelfutter verarbeitet wurden. Toll, das nenne ich ein Hindernisparcours. Aber du bist schneller. Hör auf zu steuern. Und flieg endlich. Ich leite Energie von den Deflektoren auf die Triebwerke um. Was, bist du irre? Du tauschst Sicherheit gegen Geschwindigkeit. Ganz genau. Wir setzen alles auf dich, Kumpel. Du hast recht. Es ist mein Schiff, oder? Greasy schafft das, Baby. Du dir nicht ein. Sieh, was ist los? Die Anlagen sind überladen. Ich kann nichts dagegen tun. Wir müssen schneller werden. Tut mir leid, noch schneller geht nicht. Warte, Moment mal. Hast du sie doch alle? Wenn du blind in den Hyperraum springst, werden sie im gesamten Outer Rim Teile der Mantis finden. Vertraust du mir? Das weißt du doch, Kerl. Dann nur zu. Jetzt. Du hast es geschafft, du dreiarmiger Sohn eines Gundak. Nun, wenigstens hat niemand die Nerven verloren. Wow. Hoffentlich lohnt es sich. Du
Hier ist es also, Tanalore. Du und Marin, seid vorsichtig da draußen, okay? Ja, ja, du auch, PT. Uns passiert schon nichts, Grease. Ich nehme dich beim Wort, Karl. Ich hab nicht vor, den Rest meiner Tage auf diesem Felsen zu verbringen. Vor allem nicht mit diesem Verräter. Wir sind bald wieder zurück. Na, darf ich mit dir nicht reden? Du hast anscheinend nichts zu sagen. Achso, du kommst mit. Ich dachte, unsere Beziehung ist rein sexuell jetzt. Ruin aus der Zeit der Hohen Republik. Das ist also Tanalore. Es ist nicht so, wie du es erwartet hast? Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. So viel hat sich verändert, seit ich den Namen zum ersten Mal hörte. Vor allem sammelt das leuchtende Gestrüpp. Auf diesem Weg kommen wir zum Tempel. Hier leuchtet alles. Vor langer Zeit haben Dagon und es gibt hier keine Samen. Ihre Zukunft geplant. Und wohin hat es sie gebracht? Nur Datenbankeinträge. Boat wird nicht zulassen, dass das hier friedlich endet. Er hat bereits Verrat und Mord damit gerechtfertigt, ein Vater zu sein. Jetzt haben wir ihn in die Ecke gedrängt und er kann nirgends hin. Er wird uns töten oder getötet werden. Also, sag was! Du hast recht, aber was ist mit Cutter? Sie ist nicht viel jünger, als wir es waren, als uns unsere Familien genommen wurden. Ich weiß. Wir beide werden diesen Verlust für den Rest unseres Lebens mit uns tragen. Aber Cutter hat immer noch eine Chance. Ja. Also schön. Wir geben Boat die Chance, sich zu ergeben. Für Cutter. Und für uns. Und dann, was wollt ihr mit dem machen, wer sich ergibt? In den Gefängnis stecken? Von wem? Ich denke ständig an etwas, das sie einmal gesagt hat. Eine Warnung. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Ich empfinde so viel Lichtschwert, nicht Laserschwert. Sie hat ihren Kampf mit der dunklen Seite gewonnen. Das wirst du auch. Rückzug zum Tempel! Die Nile nehmen unsere Stellung in die Zange. Meister Gera, das ist ein Befehl. Wir lassen das Kind einfach hier. Er ist immer noch hier. Gut. Wir lassen ihn mit dem Kind hier. Okay, viel zu entdecken gibt's hier nicht. Hörst du das? Cutter. Stellst du dich
deine Freunde. Strahlen ewiglich. Ist der Himmel klar? Spür ich, du bist da. Wenn dein Blick mich stößt. BD1. Hey, Cutter. Das ist Marin. Sie ist eine Freundin. Tut mir leid, dass Papa dir wehgetan hat. Ja. Er sagte, ich würde dich nie wiedersehen. Was machst du hier? Cutter, dein Vater hat etwas sehr Wichtiges gestohlen. Wir fragen ihn, ob er es zurückgibt. Zeigst du uns den Weg? Okay. Komm mit! Ich mag es hier nicht. Es ist dunkel und einsam. Du musst keine Angst haben. Besser? Du bist sehr hübsch. Cutter! Wie seid ihr hergekommen? Es war nicht einfach. Ihr hättet uns nicht folgen sollen. Cutter, nicht! Bleib zurück, Cutter! Es ist der einzige Weg, dass du sicher bist. Sie wird sicher sein. Das verspreche ich, Boat. Aber hör mir zu. Es ist vorbei. Leg deine Waffen nieder. Dieser Planet wird eine Zuflucht für alle sein, die vom Imperium verfolgt werden. Auch für Cutter. Und für dich. Aber du musst dich ergeben. Jetzt. Geh nach draußen, Cutter. Hör auf sie, bitte! Los jetzt! Na super. Deshalb sollten Jedis keine Liebe haben. Ich greife auf den Schatten. Stimmt, bitte. Komm schon. Einmal im Kreis. Kopf
Ah, böser Machtgriff. Jetzt geht's zu weit. Toll, ich muss mich der Dunkelheit hingeben, sonst sterbe ich. Ich dachte, vielleicht, wenn ich mich verprügeln lasse, passt das schon. Was für ein Abfuck, ey. Ich kenne deine Techniken aus. Auch. Ja, mein Fehler, tut mir leid. Ich dachte wirklich, vielleicht können wir uns entscheiden. Lenk ihn ab. Ich greife aus den Schatten an. Bleib weg von Kata! Hey, Kumpel! Ach, Junge. Das ist jetzt mal.
meine Heimat. Toll. Ein Haufen Abfall. Auf ein neues. Ich weiß, ich muss es tun. Richtig. In der letzten Phase musst du auch wieder richtig die Kacke zum Dampfen bringen, ne? Junge, was ist das denn wieder für ein Abfuck? Was bringt das, das Böse in mir rauszuholen? Wenn der danach einfach in einen Super Enrage-Modus geht. Oh. Mir bitte.
umschauen. Junge, ich hab direkt B ausweichen gemacht. Entschuldigung, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Dann klappt's auch. Aber sie so häufig. Dass du triffst und der trotzdem seinen Schlag zu Ende führt, das ist einfach der Abfuck in dem Kampfsystem hier. Das ist halt einfach Zufall. Was hast du da auf, keine Ahnung, wie du überlebt hast. Aber ganz oft weichst du auch aus und wirst trotzdem getroffen. Obwohl eigentlich bei sehr eng getimten Ausweichen halt so ein Special-Ausweichen kommen sollte, dass du nicht getroffen wirst. Das ist jetzt meine Heimat. Und ich beim Kreis. Ich habe eigentlich schon zu viel HP verloren in den ersten beiden Phasen wieder. Keine Chance. Lauf weg, solange du noch kannst. Junge, was soll die Kacke? Der hat eine. Der hat Balance von null. Du kannst mich nicht besiegen, Kerl. Hey, Kumpel, stimmt. Ja, das mit Bär hat wieder gut funktioniert. Nein, das kann nicht wahr sein! Scheiß! So als wenn der nur darauf wartet, dass du drückst und dann greift er an. Und wenn du nichts machst, passiert auch nichts. Auch perfekt ausgewichen. Trotzdem kriege ich einen in den Deckel. Bin ja eh sofort tot.
Vor allem diesmal muss ich mich gar nicht entscheiden, ob ich da zur bösen Seite gehe. So, versuchen wir unser Glück nochmal. Mit ein bisschen ruhigere und entspanntere Situation. Und vielleicht auch ein bisschen ausgeruhter. Wird alles bestimmt funktionieren. Ich hätte lieber Pudding machen sollen gestern. Du wirst zerbrechen. Ergib dich. Danke, Pyratte, für den Tribut. Wirklich, Kerl? Tut mir leid, Kira, muss wohl die Folgen gucken. Guten Tag, Rowdy. Wieder, ey. Hey, Baby. Das, was ich mir ausgedacht habe in der Nacht, funktioniert jetzt auch. Was ist das eigentlich für eine Verarschung, dass du dann nichts triffst, wenn du den direkt angreifst?
Gibt nicht, ey. Du greifst ihn von oben an und er ist unverwundbar in der Zeit. Es ist einfach absoluter Beschiss, dieser Kampf. Also Hut ab vor Leuten, die es auch sehr schwer schaffen, weil es einfach total irrelevant ist, was du tust gegen den. Weil er einfach unverwundbar wird zwischendurch. Das ist halt echt. Und sowas geht halt überhaupt nicht klar in einem Bossfight. Weil wenn es nicht mal angezeigt wird, dann. Und ist auch mal guter hier an der Seite. Jetzt meine Heimat. Na komm. Warum sollte Ausweichen noch funktionieren? Keine Ahnung, wie du es überlebt hast. Bringen wir es zu Ende. Auf ein neues. Ich lasse es einfach mal ablaufen. Wenn du die Szene überspringst, kommt das ja gar nicht mit der Dunkelheit freilassen. Wobei, du machst ja keinen Schaden dabei in dem Moment. Du machst ja nur seine Blaster kaputt. Getroffen.
deine Technik. Komm schon. Oh, komm. Lass das Ende sein. Wir wissen, wie es ist, allein aufzuwachsen. Bitte hör doch auf sie, Papa! Also gut. Und wenn das Imperium kommt, könnt ihr dann mein kleines Mädchen beschützen? Es tut mir leid, Kata. Ich hab's versucht. Wenn Gewinn sich nicht wie Gewinn anfühlt. Wie fühlst du dich? Besser. Danke. Schön. Wir sollten reden. Ich war nicht viel älter als du, als ich meine Familie verlor. Viele Jahre trug ich den Schmerz in mir. Ich wollte mich nicht besser fühlen. Wieso? Ich dachte, wenn ich den Schmerz loslasse, würde ich alle verlieren, die ich liebte. Doch ich lag falsch. Und eines Tages traf ich jemanden, der auch seine Familie verloren hatte. Gemeinsam fanden wir einen anderen Weg zu überleben. Dieser Schmerz gehört dir. Er ist ein Teil von dir. Der Tod meiner Mutter hat meinen Papa verändert. Und mich auch, schätze ich. Ja. Doch das muss dich nicht ausmachen. Und du darfst dich davon auch nicht verzehren lassen, hörst du? Thank you.
Ihr habt mich meinen eigenen Weg gehen lassen. Als es mir wichtig war. Ihr habt mich gelehrt, was es heißt, ein echter Jedi zu sein. Jetzt seid ihr fort. Wir werden euer Vermächtnis fortführen, Sire. Wir werden etwas errichten, das das Imperium überdauert. Das verspreche ich, das verspreche ich. Aber ich habe Angst. Ich hätte mich fast verloren. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin für das, was kommt. Führe sie durch die Dunkelheit. Ende. Ende Gelände. Wird eine Trilogie, ne? Dritter Teil bestimmt schon in Mache. Viele Verluste diesmal. Hallo Phil. Gibt's noch einen After Credits? Naja, es ist zwar nicht das, was wir erwartet hatten, aber das ist jetzt unsere Heimat. Ja, Grace. Das ist es wohl. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns. Es dauert, den versteckten Pfad zu erreichen. Und die Anachoreten zu finden. Und einen Salon zu bauen. Ist zwar gruselig hier, aber ich sehe durchaus Franchise-Potenzial. Das hier gehört dir. Es gehört zu uns allen. Was denkst du, Kata? Sollen wir es probieren? Ja. Los geht's. Yo, das wollte ich hören. Oh, sehr gut, dann los. Du bist sicher hungrig. Ich mach was zu essen. Hattest du schon mal ein Scar-Steak? Reise abgeschlossen.
Allerdings kann die Galaxie frei erkundet werden, vielleicht gibt es noch weitere Geheimnisse zu entdecken. Neue Reise Plus ist im Hauptmenü verfügbar. Alle Kampfstile und kosmetische Objekte aus früheren Spielen werden zusammen mit einigen neuer Boni- und Lichtschwertfarben freigeschaltet. Alle Fähigkeitspunkte werden ebenfalls in ein neues Spiel übernommen. Neue Reise Plus, kostenlose Vorteile. Reinhardt erhöht den Waffenschaden von Verbündeten und Gegnern deutlich. Krieger ersetzt Standardgegner durch neue, schwierigere Kämpfe. Trendsetter wählt deine kosmetischen Objekte zufällig aus, wenn du ausgeschaltet wirst. Achso, Reinhardt ist ein Treffer tot. Da war halt jemand gesprochen zwischendurch. Ja, da hier die Story endet, wird hier die YouTube-Folge enden. Ich werde aber noch ein bisschen farmen und sammeln und noch die Gerüchte mitziehen aus den Gebieten. Ich werde wahrscheinlich nur die Kisten alle abfarmen. Datenscannen wird wahrscheinlich zu lange dauern, alle zu holen. Aber so können wir wenigstens auch die kleinen Geheimnisse und die Kopfgelder müssen wir auch sammeln. Wir müssen nicht, aber ich hätte da mal einen Spaß dran. Nichts kann so schwer sein wie der Endkampf.